Das ist Cheryl, auch meine Freundin. Freundin? Nach der letzten Nacht sind wir entweder mehr als Freunde oder ganz schlimme Feinde. Du meine Güte, so spät schon. Das ist also Ihre neue Partnerin. Woher kennen Sie beide sich? Um ehrlich zu sein, saß Cheryl am Empfang meines Scheidungsanwalts. Ah, ja, ich schätze, man könnte sagen, ich war damals ein Mädchen für alles, aber heute... Ja, ja, ich verstehe schon. Ich wollte sagen, dass... Nein, nein, alles klar, danke sehr. Oh, die Pflicht ruft. Also dann mal los. Ist das etwa seine neue Freundin? Nun ja, ja. Ich weiß es nicht. Ist Direktor Gibb insgeheim reich? Oder insgeheim doch sexy? Wisst ihr, schön für Ed. Schön für Ed. Die Präsidentschaftswahl 1912. Selbstverständlich könnte es auch die natürlichste Sache der Welt sein. Willkommen. Hi. Das ist dein Lehrer, Mr. Barnes. Oh, hi. Hey, CJ. Leute, das ist meine Freundin Cheryl. Sie wird eine Weile bei uns bleiben, doch um eins klarzustellen. Ihre Anwesenheit verstößt gegen keine einzige Bestimmung in den Satzungen der Schulbehörde von Michigan. Obwohl es ziemlich danach aussieht. Mr. Barnes, Sie behandeln sie einfach wie jeden anderen Schüler. Dann gehe ich mit ihr auf den Abschlussball. Setzen Sie sich. Okay. Also die Wahlen von 1912. Tennessee? Ich muss mal aufs Klo. Los. Bis zu ihrer Abschaffung durch das Volstead-Gesetz im Jahre 1933 war die Prohibition also in Kraft. Alle Arten von Alkohol waren illegal. Moment. Alle Arten von Alkohol? Aha. Die für plastische Chirurgie auch? Ja, das waren echt finstere Zeiten. Aber wenn die Leute nicht trinken durften, woher nahmen die dann den Mut, oben ohne durch vollbesetzte Sportstadien zu rennen? Oder völlig Fremde zu heiraten, die sie erst eine Stunde kannten? Das hört sich gar nicht nach meinem Amerika an. Okay, Leute, lest Kapitel 10. Und wenn wir Glück haben, erfahren wir morgen vielleicht, was Cheryl im berauschten Zustand getan oder gelassen hat. Mr. Barnes? Tut mir leid, war ich ein bisschen zu offenherzig mit meinen Geschichten? Nein, nein, nein. Ich mag Frauen, die genauso oft nackt in Sportstadien waren wie ich. Wissen Sie, diesen Abschluss zu schaffen ist wirklich unheimlich wichtig für mich. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir ein wenig helfen, vielleicht mit ein bisschen persönlicher Nachhilfe. Huh. Oh, ja, klar. Eine super, super coole Idee. Ich helfe gern Freunden des Schuldirektors. Wie wär's, wenn wir uns nach Schulschluss in der Bibliothek treffen? Oh nein, das wäre mir unangenehm hier in der Schule, weil ich so viel älter bin und so viel besser aussehe als alle anderen. Ich hatte gehofft, wir könnten es in meinem Apartment tun. Mit S meinen Sie lernen, oder? Ja, ja, das meine ich damit. Hm. Sind Sie sicher? Das darf doch nicht wahr sein. Was macht sie denn hier? Am besten, wir verstecken uns und finden es raus. Willkommen im Chateau Relaxo. Ich find's super, dass du mich hierher eingeladen hast, um mit dir zu lernen. Ich hoffe, wir bringen das zu Ende, wo es gestern interessant wurde. Oh ja. Tut mir leid wegen gestern. Eigentlich wird mir nicht so schnell übel. Dann nimm besser eine Pille dagegen. Ich werde dir nämlich kräftig Seegang machen. Meine Planken wanken. Was machen wir überhaupt noch hier draußen? Gehen wir rein. Ist meins, ich geh ran. Komm gleich nach. Gut, ich hiss schon mal die Totenkopflage um. Hallo? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Tante Flo. Das ist ja schrecklich. Aber natürlich fliege ich zur Beerdigung. Sie war meine Lieblingstante. Hey, Tante Kate. Wenn's ein bisschen heikel wird, mein Stichwort ist scharf. Scharf? Scharf. Schafft? Vergiss es, überlass sie nur mir. Hey, ich wollte mich schon auf die Suche machen. Jetzt ist die Suche vorbei, jetzt lass es uns machen. CJ, heute Abend ist es doch nicht so gut. Noch ist es nicht gut, aber ich weiß, was deine Meinung ändern wird. Eine Flasche, nee, war das Beste. CJ. Komm schon, du siehst gestresst aus. Du musst mir eine Rückmassage geben. Komm mal hier rüber, ich fang schon mal an. Oh, bin ich verspannt. Oh, es ist eine von diesen Massagen.
Deshalb wollten Sie, dass ich herkomme, um zuzusehen, wie sich CJ zum Narren macht? Jetzt warten Sie doch mal ab. Vielleicht kommt sie nur langsam in Fahrt. Sieht sie aus wie eine, die langsam in Fahrt kommt? Hör mal, wie soll ich dir was eintrichtern, wenn du bist so schüchtern? Komm her. CJ, es ist etwas passiert. Ich will nicht darüber reden. Ich will nicht mal daran denken. Na, dann lenken wir dich doch ein bisschen davon ab. Na bitte, wer sagt's denn? Flo ist tot. Warum weinst du denn schon? Ich hab dich doch noch gar nicht angefasst. Okay, es reicht. Ich hab genug gesehen. Sie will gar nichts von ihm. Sie regen sie bloß auf. Ja, Phase 1, Mann. Du hast uns nachspioniert, Ed. Cheryl, das ist alles meine Schuld. Ich hatte irgendwie den Eindruck bekommen, dass sie untreu sind. Es tut mir sehr leid. Es war deutlich zu sehen, dass sie mit CJ nichts im Sinn hatten. Ja, was sagt man dazu? Cheryl hat nichts mit CJ im Sinn. Komm, Cheryl, mein Schatz, wir gehen. Nein, warte. Warte. Hör mal, ich möchte deine Gefühle nicht verletzen, Ed, aber ich hatte tatsächlich vor, dich mit CJ zu betrügen. Was? Ich habe meinen guten Namen wieder zurück. Ed, ich mag dich sehr gern, wirklich. Und der Sex war opulent. Das Wort habe ich von ihm. Aber seien wir ehrlich, wir haben keine Zukunft. Du bist klug und hast Klasse und ich hopp's halbnackt in Footballstadien rum. Cheryl, damit habe ich kein Problem. Das mache ich auch. Die Wahrheit ist, ich krieg doch mit, wie du Kate anblickst. Jede Frau möchte, dass man sie auf diese Weise ansieht. Doch nicht so. Jedenfalls tut es mir leid, Ed. Es tut mir leid, dass es so enden muss. Auf so schmachvolle Art und Weise. Ich muss sagen, eine ausgezeichnete Wortwahl. Hören Sie, wir sehen uns in der Schule. Und Ed, es tut mir auch leid. Ich habe nur versucht, Kate? Sie zu...